Was denkst du? An dich. Okay, ich denke auch an dich. An dich. Ich denke, wie du hier bist. Du bist die Sonne. Danke, du bist der Mond. Sonne, Mond und wer Sterne? Ja, der Mond verfolgt die Sonne. Und wer Sterne? Der Thorsten. Ja, Thorsten, eventuell. Ist die ganze Sterne. Wir sind jetzt hier an der D400 Richtung Gazi Pascha. Und es ist 11 Uhr morgens. Ja, man hört die Sternstraße, die ist bald eh hinfällig. Wenn die jetzt fertig sind mit der Umgehungsstraße, wird sie ruhiger. Und hier sieht man die Strände. Ist noch nicht aktuell viel los, obwohl die Saison schon begonnen hat. Ja, ein paar sind schon da, aber nicht das, was es mal war. Also wenig Leute. Und ja, mal schauen. Ah, ist einfach zu laut. Jetzt stoppe ich einfach mal. Ich befinde mich jetzt hier bei der neuen Beachbar. Und die Beachbar heißt Barishchan Beach, die ist ganz neu. Und ich werde euch mal zeigen, wo ich dann immer bin. Auf jeden Fall ist das eine sehr gute Beachbar. Hier kann man sich erholen und die Preise stimmen auch. Man macht sehr gutes Essen und sehr gute Hamburger, sehr gute Pizza. Und die wollte ich euch noch zeigen, damit ihr wisst, wo das ist. Und er spricht auch Deutsch, das ist der Barish, heißt der. Barishchan. Und wir haben auch ein Hotel hier in Mahmudlah. Und Liegen haben sie auch, wie man sieht da hinten. Die Liegen kosten nichts, wenn man was trinkt. Wenn man nichts trinkt, zahlt man 10 Lira, zwischen 10 und 20 Lira, je nach Saison. Kann auch ein bisschen teurer werden, kommt darauf an, wie viele Leute hier sind. Also die Preise können auch steigen, also ist keine Garantie, dass es so günstig bleibt. Eine Toilette habt ihr hier, einen Umkleideraum, ist alles vorhanden. Und hier geht es dann einfach links rüber. Und der Ali ist auch da. Hier beginnt dann die Bar, die Beachbar. Merhaba Ali, Nassesin. Die Angelika, die ist auch wieder da. Grüß dich, Salam Aleikum, Nassesin. Wie geht's? Wie geht's dir? Alhamdulillah. Ist der Barish auch da? Barish, ich weiß nicht, Barish ist der Barish da. Barish Nerde. Barish habe ich schon gesehen in deinem Video. Mich? Hast du gesehen? Warte, schau mal. Das ist die Bar, die Beachbar von Barish. Ihr könnt gerne herkommen. Genau. Ihr könnt auch hier gerne Fernsehen schauen. Deutsche Programme gibt es auch. Und hier sind die Liegen. Sind all inclusive. Wenn ihr was trinkt, wenn ihr nichts trinkt, zwischen 20 und 30 Tele pro Liege, oder? Kommt hin. Der Barish ist leider nicht da. 10 Tele. Bitte? 10 Tele, ja, es kann aber auch steigen, je nach Saison, wenn da viele Leute sind. Ja, ist ja so. Das gehört sich ja. Die Angelika kennt sich aus. Du kannst ja auch was dazu sagen, Angelika. Ja, Angelika. Weil der Barish ist jetzt nicht da. 10 Tele. 10 Tele. Ich habe noch nie gehört, dass sie 20 Euro kriegen. Okay, also. Auch wenn wir hier eine Inflation haben. Ja. Aber die, manche verlangen auch 20, habe ich auch schon erlebt. Hast du schon gehabt? Ja, 20, 30 Tele. In Gazi Pascha haben die von mir 20 Tele genommen. Obwohl ich was getrunken habe. Ja, aber da wohnen die Schönen und die Reichen. Was ja, willst du? Ja, leider. Nein? Ja. Ja, so ist das. Und der ganze Abschnitt ist einmal mit Sonne und einmal ohne Sonne, ne? Also Bedachung. Ja, so viele Videos gemacht. Ulasch. Also das ist der Ulasch, ist auch aus Deutschland. Er ist hier zum Urlaub machen da. Ein sehr netter aus Frankfurt. Frankfurt, ja? Wiesbaden. Oder Frankfurt, genau. Nein, ich nehme ihn auf. Ich nehme ihn auf. Ja, Wiesbaden. Ein sehr netter, muss ich echt dazu sagen. Also sehr, sehr gut. Genau, und so schaut die Beachbar aus. Der zweite Besitzer, musst du sagen. Der zweite Besitzer, okay. Der erste Besitzer ist Jahaka. Der Stellvertretende. Ja, Stellvertretende. Genau, hier sind dann die Schildkröten drin, was er hat. Hier kommt dann die Lounge noch hin, die ist noch nicht fertig. Die Couch ist noch bestellt, aber ist noch nicht geliefert worden. Da kann man sich da
hinsetzen und Shisha rauchen. Genau, hier haben wir jeden Abend gehockt und wir hocken wir jeden Abend, bis unsere Stammplatz. Ja, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Jetzt machen passt schon. Nein, nein, schon andere. Wo die finden. Ja, eben. Also wir sind ja oft das hier. Ja, wenn uns jemand sucht, sind wir hier. Jetzt zeige ich euch noch mal die Preisliste. Genau. Super. Warte mal kurz. So, dann warte, ich setze mich mal kurz hin. Warte. Nein, das sieht man so schlecht. Ich setze mich mal hin. Ich kann das nicht so. Mach mal so. So. So schaut die Preisliste aus. Ich hoffe, ihr tut sie nicht kopieren. Also die anderen. Tut jetzt einfach mal durchgehen. Videobearbeitung. Also Hamburger Pizza kann ich sagen, schmecken sehr gut, weil ich habe sie hier schon gegessen. Ja, also sehr gut. Und das andere weiß ich nicht, weil ich habe nicht alles durchprobiert. Ja, und Pizza kann man sich je nach Bedarf selber zusammenstellen, wenn man noch will. Genau. Hier noch die Getränke. So. Reklamlar. So, und sprechen an die eigentlich Deutsch. Du sprichst Deutsch. Der Bruder spricht Deutsch. Hallo, wie geht's? Ja, schon. Angelika ist Dolmetscherin, die ist auch immer hier. Die Angelika ist auch immer hier, die ist Stammgast. Wie war denn dein Urlaub, sag mal? Mein Urlaub war sehr schön. Ja? Ich hatte sehr viel Spaß beim Dart spielen und beim Jenga spielen. Ja. Jenga, liebst du Jenga? Ich liebe Jenga. Ja, ich auch. Das Große aber. Ja, genau. Ich liebe Jenga. Ich habe sogar ein Format, wo ich Jenga spiele. Echt? Schlag den Faro, ja. Hast du die hier? Nicht dabei, aber ich habe einen. Schau, kannst du mit dir spielen? Wo ich Schlag den Faro habe. Also wenn du mal in mein Videos reingehst und gibst Schlag den Faro, dann wirst du Jenga spielen sehen. Ihr kann das auch. Soll ich das mal hierher? Wir können hier schon Jenga spielen. Ja, das könnten wir nächstes Mal machen. Im 9. Monat. Ja. Okay. Und Angelika findest du immer hier, sie wohnt da vorne gleich. Ja, und was kommt hier für das Dart? Ne? Eine schöne Dartscheibe, aber das haben wir hier leider. Ein Dart, ja. Dart wäre super hier. Und ein Billardtisch. Da hinten wäre es gut. Na gut, Billard. Ich spiele auch gerne Billard. Nicht? Aber also Dart wäre schon cool, da würde ich immer mitspielen. Nicht? Also hat sehr viel Spaß gemacht. Da muss man mal Nulasch sagen, dass er mal hier eine Anregung macht. Dart. Dart wäre sehr gut. Natürlich. Ja. Kommt auch. Kommt auch. Ja, kommt auch, Bruder. Ja. Sehr gut. Und du bringst Jenga mit? Ja. Magst du jemanden grüßen in deiner Heimat? In Frankfurt? In Frankfurt, ich grüße meinen kleinen Bruder Sammy Meluki. Ah, okay. Und Oktay Akan. Mhm. Ich grüße dich. Ah, okay, super. Danke dir. Angelika, du? Ob ich jemanden in Deutschland grüßen möchte? Ja. Da habe ich im Moment keinen Bedarf. Okay, gut. Boah, das war aber hart. Ja, das war aber hart. Ja. Und Bruder? Ich möchte meine ganze Familie grüßen aus Dortmund. Ja, super. Ja, auch von mir. Freunde, auch von mir, schöne Grüße. Ich glaube, ich muss das revidieren. Ja, revidieren mal. Ich grüße meine Freundin Nina mit ihren beiden Kindern, Jamie und Jamie und Kylie. Ja, okay, ja. Passt. Wenn du das haben möchtest. Ja, klar, also, danke. Okay, super. Ich komme mich auch besuchen im August. Ah, super. Habe ich alles eingeladen. Klar. Gut, top. Muss ich was sagen? Jetzt. So, das ist der Chef, der Barisch. Sei gegrüßt, Barisch. Guten Morgen erstmal. Hallihallo. Herzlich willkommen. Ja, er hat noch Besorgungen gemacht. Das ist seine Beachbar. Und ja, ich hoffe, das wird nicht gesperrt wegen der Hintergrundmusik, aber ich rede jetzt ein bisschen lauter. Ja. Auf jeden Fall ist es seine Bar, kommt alle her und genießt es einfach und mehr kann ich dazu nicht sagen. Genau, ja, der ist ein bisschen schüchtern, der Barisch. Dankeschön. Ja, aber ansonsten alles gut, wir kriegen das schon hin. Dankeschön. Ja, alles klar. Wir warten auf euch. Ja. Danke, Barisch. Danke dir. Ein sehr guter Familienfreund von uns. Alles gut.